Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Let's Play Projekt mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und es ist heute sogar ein Multiplayer Projekt und ihr könnt es wahrscheinlich schon auf der rechten Seite erkennen, gegen wen ich spiele. Also es ist auch nicht so ein ganz richtiges Together, weil eigentlich spielen wir gegeneinander. Bevor ich jetzt aber hier weiter so Halbwissen verbreite, lass ich doch erstmal den mächtigen General Pilophas zu Wort kommen. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, Günner. Es freut mich sehr, dass wir an diese lange Tradition, die wir doch gemeinsam haben, auf YouTube, dass wir an die anknüpfen können und dass wir jetzt mal wieder ein Total War Projekt machen. Ich kann mich erinnern, wir haben doch damals, als Rome 2 rauskam, auch schon ein Let's Play Against gemacht in Total War. Und zwar warst du, glaube ich, Ägypten und ich war Karthago. Insofern, das hat ja Tradition, dass wir uns auch mal ein bisschen gegenseitig verkloppen in Total War, nicht immer nur zusammen. Ich bin auf jeden Fall schon mal ready und freue mich drauf. Ja, wurde ja auch lautstark sozusagen bei Popular Demand eingefordert. Also viele Zuschauer wollten das auch gerne sehen und dann haben wir halt gedacht, also ich wollte gern EU4 machen, weil ich mich da im Multiplayer ein bisschen sicherer fühle. Aber dann haben wir gedacht, machen wir dann doch Warhammer. Hat den Vorteil, Bretonia gab es jetzt bei mir noch nicht zu sehen, könnte ich einfach mal ausprobieren. Und der Pilo spielt die Zwerge, gab es bei mir auf dem Kanal auch noch nicht zu sehen. Ja, viele Leute wollten gerne Chaos sehen, aber Chaos ist jetzt echt nicht so mein Ding und ich glaube, so haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden. Und ihr seht auch hier, wir wollen also möglichst viele Gefechte gegeneinander auch spielen, weil es aber halt dann natürlich relativ, ja, unbalanced wäre, wenn wir es jetzt auf einer sehr hohen Schwierigkeitsstufe spielen würden und dann einer halt eben diese riesigen Fullstack-Armeen der KI übernimmt, haben wir es jetzt einfach mal auf normal geschaltet. Ich hoffe, das trifft trotzdem noch so den Anspruch der Zuschauer und unsere Ansprüche hoffentlich auch. In jedem Fall wird es ja wesentlich schwieriger sein, gegen den menschlichen Spieler zu kämpfen, ne? Also ich glaube, da haben wir hier einiges vor uns. Definitiv. Also das ist die große Herausforderung hier, denn die KI, die kann sich ja mitunter auch mal eine neue Armee hercheaten. Wenn die dann aber wiederum von einem Menschen gespielt wird, dann wird es umso schwerer. Deswegen, ich glaube, anders als normal würde das hier kaum Sinn machen, weil ansonsten, ja, man könnte sich einfach nicht ausbreiten. Man kann einfach nicht damit rechnen, dass, leider kann man nicht damit rechnen, dass die KI, selbst wenn man sie auf schwer ist, gleich gut ist wie ein menschlicher Spieler. Ja. Und was noch ganz kurz zu EU4, also an alle, die sich, die gerne EU4 gesehen hätten, ich mache auch gerne EU4, ich spiele auch gerne EU4. Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich total Angst gehabt, aber ich habe gerade schon EU4 Let's Play bei mir auf dem Kanal laufen und die Zuschauer wollen ja auch mal was anderes sehen, deswegen aufgrund der Abwechslung habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Und deswegen musste Günner leider zurücktreten an der Stelle mit seinem Wunsch. Das ist doch gelebte Basisdemokratie, ne? Und das hier im Superwahljahr. Ich klicke mal direkt auf Kampagne starten und dann schauen wir uns mal um, wie das gleich auf der Kampagnenkarte aussehen wird. Ich hoffe außerdem, dass es hier keine großen akustischen Ruckler bei mir zu hören gibt. Aufnahmeprogramm auch immer so ein paar Schwierigkeiten, aber ich brauche halbwegs beheben. Ja, und ja, ansonsten zur mittlerweile kann man ein bisschen googeln, da gibt es einige Kniffe. Ich werde die bei Pilo übrigens auch mal hin und wieder gucken, wenn genügend Aufnahmezeit verstrichen ist. Jetzt nicht in den Kommentaren zu spoilern. Community ist ja auch etwas, dass man so ein bisschen natürlich die Gelegenheit nicht verpasst zu weisen. Ich bin mir sicher, die Leute kennen, die dich nicht kennt, unbedingt mal in die Videobeschreibung schauen. Da gibt es den Link zu Günther Shadows Kanal. Günner macht Strategie seit, ich weiß nicht, auch schon 5 Jahren oder so. Und, ja, stimmt, genau, seit 2012, glaube ich, ja. Ja, krass, ne? Und wir haben 2014, 2015 waren wir gemeinsam auf der Gamescom, auf der Bühne und also uns verbindet eine lange Geschichte sozusagen hier auf YouTube und umso mehr freue ich mich, dass jetzt nach über einem Jahr, glaube ich, seit wir nichts mehr gemacht haben, es jetzt mal wieder dazu kommt, dass wir miteinander bzw. gegeneinander spielen können. Und du bist ja Bretonia und gerade dran, ne? Genau, ja. Und ich bin hier jetzt schon so ein bisschen in der misslichen Situation, dass dieser Start von Bretonia, wenn ich mich nicht irre, ja eigentlich auch so ein Start ist, der für so ein ganz klassisches gegen die KI-Kampagnenspiel ausgerichtet ist. Ich muss mal schauen, ob wir hier noch was mit dazu packen. Das Problem halt eben, die Konkurrenzsituation hier gegen die
Bretonia ist relativ robust, um mal so auszudrücken. Unsere Gegner am Anfang, Marienburg, sehr, 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 sehr stark. Die Schädelquetscher sind das, glaube ich, auch, die wir hier haben. Auch sehr, 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 sehr stark und gar nicht mal so von schlechten Eltern. Wir nehmen mal hier noch unsere Freundin, unser Charaktermodell noch mit rein. Bitte laufen wir ein bisschen schneller. Ja, ich habe hier doch so ein paar Ruckler, stelle ich gerade fest. Aber gut, okay. Wir schauen mal. Wir bauen Apples. Verstärkungsrate, Wachstumsrate ist immer gut. Geld ist natürlich auch immer top. Kontrolle eine Sache, ist natürlich auch immer super. Nee, alles okay. Ja. Ich glaube, ich gehe echt auf die Wachstumsrate hier. Könnte mir immer eine gute Idee zu sein. Ach so, und so einen Erlass können wir hier noch durchprügeln. Wachstum ist klasse, Rekrutierungskosten ist schade, können wir nicht machen. Steuersatz ist auch gut, Baukosten ist super, Forschungsrate super, Kontrolle super. Also alle Erlasse, die wir hier haben, sind toll. Ich glaube, dann nehmen wir die Wachstumsrate. Ja, also so mein Horror ist ja schon, dass ich direkt in der ersten Schlacht so auf die Klötz kriege, ne? Dass ich in der ersten Schlacht halt schon so versagen werde, dass wir direkt die ganze Map nochmal neu starten können. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe. Das ist ich muss auch gerade so ein bisschen Diplomatie machen und jetzt, während ich die Diplomatie mache, kannst du ja gerade mal ein bisschen kommentieren. Genau, ich wollte nämlich genau auf diesen Punkt was sagen. Entschuldigung, dass ich dich zweimal unterbrochen hatte. Geht ja gleich gut los von meiner Seite. es ist folgendermaßen. Wir sind ja, wie gesagt, hier vor der Situation, dass wir nicht gegen die KI spielen, sondern jedes Mal gegen den menschlichen Spieler. Das bedeutet, man muss viel, viel vorsichtiger kämpfen und man kann nicht einfach mit einer Armee, die ungefähr gleich stark ist, angreifen und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass man so eine Festung mal easy verteidigt bekommt, selbst wenn man nur die Hälfte der Truppen hat, verglichen mit dem Gegner. Das heißt, man muss sehr, sehr auf Nummer sicher spielen und das da muss man sich wirklich umgewöhnen. Also ich persönlich muss sagen, ich habe in Warhammer auch sehr, sehr wenig Erfahrung. Ich habe einmal die Zwerge gespielt, für mich selbst im Singleplayer, aber auch nicht durchgespielt, einfach nur mal angespielt und ansonsten gar keine Erfahrung. Multiplayer habe ich vielleicht 60 Stunden oder so, aber wie gesagt, also das ist nicht mein Steckenpferd. Insofern, Günnar, brauchst du dir da keine Sorgen machen. Ja, dann bin ich ein bisschen beruhigt zumindest. Ja, das Handelsabkommen hat der Bursche abgelehnt, das ist aber so echt ätzend, ne? Machen wir erstmal den Nichtangriffspakt, ha? So, ja, das ist das Diplomatie-Geklicker hier, ne? Das ist ja immer, da ist ja immer schön viel zu tun. Oh, vielleicht kriege ich einen Handelsvertrag mit dem Imperium, ne? Ja, das ist natürlich lukrativ. Das wäre sehr nice. Moment mal, dann schauen wir mal, dass ich hier... Ich hätte gerne noch ein Schutzbündnis mit dem Imperium, das halte ich irgendwie für gar nicht so blöd. Obwohl, warte mal, dann wird das Imperium angegriffen, dann muss ich mit, ne? Obwohl, die sind auch im Krieg mit den Schädelquetschern, ne? Ja, wenn ich Schwein habe, komm, wir gucken mal, ob das geht. Das Schutzbündnis ja sonst immer noch ablehnen. Okay, cool, yo. Mit Moussillon mache ich nix. Man könnte theoretisch hier jetzt sogar mit Moussillon irgendwie in Kontakt treten, aber dann würden die uns alle hassen. Ja, und Handelsabkommen wollen jetzt hier unsere Nicht-Angriffsverbündeten alle nicht, dann lass mal das mal. Dann kann ich eigentlich schon die erste Runde abgeben. Hat ja nur 5 Minuten gedauert. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell eine Runde in Warhammer beendet wie jetzt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen was ausprobieren. Erstmal gehe ich in die Diplomatie, bevor ich irgendwie sonstige Sachen verhaue. Also Barakwa, mit euch kann man doch mal was anfangen. Hier Schutzbündnis vielleicht. Jawohl, hat schon mal geklappt. Dann die Suffbar, das sind so unsere Zwergenverbündeten. Verbündete, nicht Angriffspakt. Wäre das möglich? Jawohl, das ist möglich. Gut, sonst wollt ihr aber nichts. In Ordnung. Dann warten wir mit euch ab. So, das Imperium kennen wir immerhin, aber die wollen nichts mit uns machen, schade. Gut, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, wenn derjenige, der gerade spielt, nur darüber redet, was er spielt, denn dann kann man ja auf der anderen Seite wirklich nichts erfahren. Und außerdem kann man ja eigentlich interessanter reden, wenn man nicht gerade mit Spielen beschäftigt ist. Deswegen mein Vorschlag, Günnar spricht doch, während ich dran bin und andersrum. Es sei denn, es ist natürlich was Wichtiges, was man gerade erklären muss von dem, was man macht. Ne? Nein, also ich glaube, das ist schon ganz okay, so wie wir es bisher machen. Ich finde noch einen Aspekt ganz wichtig, auf den wir hinweisen sollten. Es ging ja auch um die Frage, wie wir das halt machen bei den Schlachten gegeneinander, weil wir hatten diese paradoxe Situation,
dass man doch irgendwie hingehen konnte und wenn der gegnerische Spieler die Schlacht gerne manuell ausfechten wollte, ne, dass man die dann auto-resolven konnte, was dann teilweise zu echt horrend miserablen Ergebnissen geführt hat und teilweise ganz, ganz fürchterliche Wirkungen gezeitigt hat. Und da muss man an der Stelle einfach nochmal sagen, da haben wir jetzt so quasi unserem Kodex folgen, haben wir jetzt gesagt, das machen wir nicht, ne? Also wir werden uns da immer an die Empfehlungen des menschlichen Spielers halten. Also wenn der Pilo gerne eine Schlacht auto-resolven will, dann habe ich die Möglichkeit schon dann zu sagen, okay, komm, dann lass doch lieber so richtig kämpfen, ne? Aber ja, ich glaube, da werden wir uns schon überwiegend so an die Absprachen halten, wobei es da noch in Ordnung wäre. Auf der anderen Seite, wenn jetzt halt jemand eine Schlacht manuell sagen würde, so, nö, ich will über Auto resolven, das wollen wir dann nicht, ne? Ja. So, ich stell dich gleich schon mal vor die Wahl, Günner. Ich greife nämlich jetzt eine Burg an. Oh, warte, da gehe ich mal ganz kurz hier aus der Übersichtkarte raus, ja. Und das Kräfteverhältnis ist so, ich schätze mal, 97 zu 3 für mich. Möchtest du die denn schlagen, oder denkst ja, du, klar, das ist zu langweilig? Ja, klar, lass mal gucken. Ja, lass mal gucken. Also, dann sag ich auch mal Gefecht führen. Einfacher wäre es natürlich mit Auto-Resolve. Aber, ich habe dich ja gefragt. Selber schuld. Ja, ja. Also dann. Kann auch noch zusehen. Ah, nein, mach. Ist doch interessant am Anfang. Wäre ja auch irgendwie langweilig, in der ersten Folge sich nicht zu kloppen. Ich glaube auch. Ja, wir haben auch gesagt, wir machen es thematisch, ne? Also wir schauen schon immer, dass man so die, dass wir das immer nach einer Schlacht, ne? Und diese Einheiten hier kennenlernen. Gegen die werde ich nämlich ja auch kämpfen irgendwann, ne? Ja. Jetzt muss ich an der Stelle leider feststellen, ich glaube nur oder so meine Aufnahme gestoppt. Liegt wohl. Da, jetzt stoppt sie nicht. An deinem wieder. Günther Shadowplay. So. Ja, Günther Shadowplay. Das ist ein Patron für alle, die das noch nicht kennen. Ja, Günther Shadowplay denkt sich, wenn ich rede, dann muss es aussetzen. Nein, also es ist so im Ladescreen offenbar, dass nur, dass sich keiner wundert, dass da offenbar, weil das ein Standbild ist, das Aufnahmeprogramm manchmal denkt, ja, das muss ich nicht aufnehmen. Das heißt, da fallen dann manchmal so, fällt mal ein Satz weg oder so, ne? Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich bin noch am Lernen. YouTube seit 2011. Ich weiß nicht, wie das geht. So. Ich kann gerade gucken, ob ich irgendwelche Boni mit meinen Einheiten kriege. Verstecken im Wald. Okay. Können sich alle im Wald verstecken. Na, Halleluja. Ah ja, Wald. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, dann platzieren wir mal die Leute sinnvoll. Gut, ich wäre bereits soweit. Ja, Suki. Kann ja lustig werden. Ich bin ja mal gespannt, welche Strategie du fährst. Ob du jetzt sagst, ich will dem nur eine Einheit wegmachen, aber die richtig. Das reicht mir schon, ne? Ja, ja, weil ich meine, die Schlacht gewinnen wird wirklich schwer mit den Einheiten, ne? Also das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Nee, da ist keine Chance. Aber du könntest mich halt richtig ärgern, indem du mir die Grollschleuder plättest oder sowas, ne? Also wirklich. Ja, da muss man ja aber auch erstmal hinkommen, ne? Ja, ich habe sie ja gut verteidigt. Genau, du hast ja da hinten schon so deine Noob-Box gebaut. So sieht's aus. Oh, ich glaube, da will jemand kiten. Achtung, da zoomen wir mal ran. Oh. Ja, wir üben noch. Oh, knapp. Wir üben noch, aber da kommt jetzt noch eine Kugel. Oh, der dritte trifft immer. Nein! Schlimm. Ah, musst du wohl oder übel manuell schießen. Geht das denn? Bestimmt. Siehst du mal, wie wenig ich kann. Immer noch manueller nichts getroffen. Manueller Geschossmodus hier. Aha, da war jetzt endlich mal ein Treffer dabei. Als ob ich manuell schießen könnte. Das kann man machen, das geht alles. Oh, ich kann dieses manuelle Schießen gar nicht. Oh, nice, du hast, einmal hast du auf jeden Fall noch getroffen hier. Der war nix. Fire on the foe! Move it!
Jetzt kommen die Salven aber. Jetzt will ich deine Leute fallen sehen. Da müssen wir mal gucken, ob ich hier noch überhaupt was geappelt kriege, ne? Glaube schon. Oh, da flüchtet schon meine erste Einheit. Übel. Also wenn du Glück hast, dann flüchten meine Einheiten sogar schon direkt. Und da wird es gar nicht zu größeren Kampfhandlungen kommen. Ja, mal sehen, mal sehen. Also ich bin ja jetzt schon mal im Kampf, das heißt, du kriegst schon mal ein paar Leute. Na, also for free werde ich das schon mal nicht bekommen. Ja, aber alles in allem natürlich schöner Versuch, hier aufs Katapult zu gehen. Das darf ich nur nicht zu langsam sein. Als Zwerg besteht da ja immer eine gewisse Gefahr. Wobei gewisse aber 100 Gefahr pro, mein Bester. Ist. Ja, war ich natürlich zu blöd. Ah, das sind ja nur Goblins, ne? Die können ja nichts. Das merkt man allerdings dick. Du hast die Hammerträger ganz schön dezimiert. Hab ich das? Also, ja, ein bisschen zumindest. Mehr als hätte sein müssen, für meinen Geschmack. So, jetzt ist die Frage, gehen diese Teile kaputt, wenn du da dagegen läufst? Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich bitter. Ich habe die ja evakuieren wollen. Ja. So. Ja, das ist aber doch ein sehr deutlicher Sieg. Ja gut, Sieg muss es auch werden. Also das wäre überpeinlich. Da kommt der Gen nochmal. Da kommt der große dicke Zwerg. Jawohl. Ja, und so wie ich das sehe, stehen die Katapulte noch. Mal sehen, ob man die wieder bemannen kann. Ja, GG kann ich da nur sagen, ne? Ja, das GG. War ja eine knappe Kiste. Hast du nochmal Glück gehabt hier. Ja, also die, wie gesagt, die Hammerträger. Ja doch, schöne Sache. Ich beende mal. Ja, wunderbar. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Wiederholung spare. Nee, abgeluchst, ne? Ich glaube, da wäre Schlacht schlechter weggekommen. Ah, weiß ich nicht. Es ist ja auch normal gestellt. Die Überlegenheit war ja auf eine KI eindeutig berechnet worden. Oh, krass. Wipe. 8 zu 540. Das nehmen wir gerne mit. Und besetzen natürlich die Siedlung. Die Säulen des Grunkni. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wir haben das Opa... Nee, das Opalum... Was ist denn das? Opal-Amulett, genau. Opal-Amulett haben wir bekommen. Was das kann? Schadensresistenz plus 22%. Warum nicht? Finde ich gut. Aha. Es steht da nur noch so eine Armee vor der Tür. Ist die Frage, ob wir dagegen vorgehen wollen, solange wir noch können. Oder, weil wenn die dann nämlich zur Festung läuft, dann wird die natürlich eine wesentlich größere Herausforderung sein. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal konservativ. So, wir haben ja Geld. Das werden wir mal nutzen. Gerstenfeld für Anhängerschmiede. Ja. Ich glaube, wir warten da mal ab. Schau mal, ob jetzt sich mehr Leute mit uns verbünden wollen, weil wir jetzt stärker geworden sind. Nö. Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich geht das nicht in derselben Runde.
Ja. Ich glaube, dann werde ich wieder an dich abgeben, Günnar. Oha. Ja, doch. Also es ist alles bereit. Ah ja, doch. Vielleicht sollte ich noch Truppen rekrutieren. Das wäre vielleicht nicht so dumm. Das ist immer eine gute Idee. Zwergenkrieger, lokal, bitte. Drei Stück, immer nett. Gut, dann bist du dran. Oh, Fähigkeitenpunkt. Sorry. Mach ruhig, mach ruhig, alles gut. Jetzt bist du. Oha. Schorfaugen, sehr schön. Ja, okay. Ich würde jetzt unter normalen Umständen sagen, lass uns doch noch ein Gefecht machen. Das Problem ist jetzt nur gerade so ein bisschen von meiner Warte her. Wenn wir jetzt noch ein Gefecht machen, dann sind wir bestimmt locker bei über 40 Minuten. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch jetzt hier, obwohl jetzt noch nicht so viel passiert ist, aber lass doch an dieser Stelle schon mal einen Cut machen. Und dann werden wir im nächsten Part da sein mit, ja, ich denke schon mit der Belagerung von Marienburg. Ich denke mal, das ist nicht ganz... Naja, die haben schon eine ganz gute Garnison, aber ich glaube, insgesamt werden wir das trotzdem da schaffen. Das wäre mir jetzt auf jeden Fall noch ein Anliegen. Wärst du da für zu haben? Also jetzt die Folge zu beenden und noch eine zu machen? Ja, kein Problem. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen Lust machen konnten auf das Projekt. Demnächst wird es dann auch eine Schlacht bei mir geben. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Selbiges gilt für mich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schaut auf den Kanal. Euer General Pilofas.